Ich sollte den stillen Alarm beim Auktionshaus überprüfen. Der Party plötzlich weg? Ja, ich musste noch ins Labor. Tut mir leid. Schon gut. Ich wollte dir nur sagen, wie viel mir deine Worte bedeutet haben. Ich frage mich immer, womit ich dich verdient habe. Frag dich das nicht. Nach dem Tod meiner Eltern und von Onkel Ben, ohne dich wäre ich so oft aufgeschmissen gewesen. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Peter. Ich wollte nur, dass du das weißt. Nee, ich weiß nicht, was... Ich glaube, Mr. Lee braucht mich. Ich muss los. Bis bald, Schatz. Hab dich lieb. Ich dich auch.
Yuri hat unauffällig gesagt. Ich nehme besser den Hintereingang. Ich verliere die Geduld. Wo ist die Akte? Hier ist noch jemand. Sie muss sie haben. Die Masken. Wer sind diese Typen? Hier ist niemand außer uns. Wir werden die Akte finden. Oder du stirbst. Das ist übel. Sie töten sie, wenn sie mich bemerken. Ich muss sie leise ausschalten. Yuri, der Alarm war echt. Maskierte Schützen und eine Geisel. Sieht nach einem Raubüberfall aus. Verstanden. Ich schicke Einheiten. Sorg dafür, dass die Situation nicht eskaliert. Alles klar. Ich muss leise sein. Die anderen dürfen mich nicht bemerken. Eingesponnen sehen sie irgendwie kuschelig aus. Ich hoffe, die Typen wollen sich nicht Kingpins Revier unter den Nagel reißen. Ich hatte auf ein ruhiges Wochenende gehofft. Ich sollte ihn von oben einspinnen. Oh, Vorsicht! Du bist jetzt mal ruhig. Da kommt jemand. Sie werden mich hier unten sehen. Ich weiß es einfach nicht. Los, Pete. Die bösen Jungs werden langsam böse.
Jingjin大殿，有开了。 等等，好像有动静。 Hey, was ist das? Die gehört definitiv. Keine Bewegung. Kumpel, 1 Cent für jedes keine Bewegung und... Hey, Pete. MJ? Was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Arbeiten. Zumindest bis eben. Oh, ich glaube, die gehört dir. Ja, danke. Also Robbie schickt dich zu einem Einbruch für den Bugle? Naja... Robbie weiß eigentlich gar nicht, dass ich hier bin. Und vor ein paar Minuten war es auch noch kein Einbruch. Aha. Ich werde es dir erklären. Entschuldigung? Hi. Mary Jane Watson, ich berichte über Fisks Besitz. Hallo? Craig sagte, wir machen das morgen. Ich bin derzeit gerne voraus. Tja, ich nicht. Sie müssen morgen wiederkommen. Gut. Okay. Tut mir leid. Hey, Craig. Nein, tut mir leid. Wir brauchen wohl doch etwas anderes für unser Cover. Ich weiß nicht, vielleicht das Expressionistische? Wissen Sie was? Ich glaube, heute passt es doch. Sicher? Sie sind hier. Sofort ist immer am besten. Danke. Craig, vergiss es. Alles gut. Fangen wir an. Sehen Sie sich um und machen Sie sich mit den Objekten vertraut. Ich warte bei der Baku-Statue auf Sie. Alles klar. So hat Fisk sich wohl gesehen. Als großen Mann, der tat, was andere nicht tun würden. Der Typ hat sich gewaltig überschätzt. Fisk hat Peter damit bei ihrem ersten Kampf aufgeschnitten wie ein Würstchen. Pete konnte fliehen, ist halbtot bei mir zusammengebrochen und ich musste ihn mit Dads Auto in die Notaufnahme bringen. Der erste von vielen Auftritten als Schwester MJ. Zu vielen. Simcaria. War das nicht in den Nachrichten? Manchmal habe ich das Gefühl, als drehe sich die gesamte Weltgeschichte nur um ein paar Jungs, die sich verkleiden, um sich gegenseitig zu verprügeln. Musik
Ich weiß noch, als Fisk mit dem Import illegaler Artefakte begann. Er hat den Hafen gekauft, um seine Spuren zu verwischen. Und die Mitarbeiter entlassen, so wie Dad. Ich wünschte, Dad könnte jetzt sehen, wie sich das Blatt gewendet hat. Sagen Sie, wenn Sie anfangen möchten. Klingt gut. Hat Straftaten ans Licht gebracht. Eine Enthüllungsjournalistin der alten Schule. Sie gefällt mir. Wie hat Fisk das genannt? Vanessa? Den Stock habe ich immer gehasst. Echt übel. Die Stimme aus der Unterwelt, hä? Die würde ich echt gerne. Und wie viel bietet man für diese Sammlung von Abscheulichkeiten? Das Startgebot liegt bei 10.000 zerstörten Träumen. Das würde May gefallen. Ich vermisse May wirklich. Als erstes ein Knaller. Ein einzigartiger Kakimon Baku. Oh, wunderschön. Ist das ein Mifune? Ganz genau. Mr. Fisk hat einen guten Geschmack. Vergessen Sie nicht, dieses Stück zu fotografieren. Es ist wirklich wertvoll. Haben Sie ihn vor seiner Festnahme gut gekannt? In einem beruflichen Kontext. Ich habe viele seiner Verkäufe abgewickelt. Gehen wir doch weiter. Dieses exquisite Stück veranschaulicht den traditionellen Parashikomi-Tintenklecks-Effekt. Die beiden Nio sind sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Fisk dieses Stück gefallen hat. Das ist sein Stil. Er liebte die Dualität. Der Zerstörer schreit, aber der Schöpfer müht sich im Still. War bei den Verkäufen, die sie abgewickelt haben, jemals etwas illegal? Nein. Nein, natürlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Hier, die filigranen Goldintarsien dieses zeremoniellen Teeservice. Ein Freund beim Bezirksanwalt erwähnte, dass Fisk über Kunstverkäufe gestohlene Waren veräußert. Davon würde ich sicher nichts wissen. Oh, natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt? Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Warum machen Sie nicht schon mal das Coverfoto? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über Sie berichte, meinte er, Ihr Name käme ihm bekannt vor. Nur das Foto, bitte. Stellen Sie sich dahin. Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Vielleicht ganz im Vertrauen? Ich glaube, Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Verdammt, warten Sie hier bitte. Ich kann jetzt nicht reingehen, sie würde mich sehen. Oh, Moment. Ich kenne diese Statue. Ich muss ein Foto machen. Die dürfte eigentlich nicht hier sein. Hallo? Craig, ich rufe Sie zurück.
Meine Liebe, ich denke, Sie sollten gehen. Oh, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung. Folgen Sie mir. Danke. Hier ist es wirklich schön. Ja, und Sie werden diesen Ort nie wiedersehen. Die Damentoilette ist um die Ecke. Beeilen Sie sich. Natürlich. Ich bin sofort wieder da. Hallo, Craig. Komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten. Nein, sie ist jetzt hier. Ich muss in das Hinterzimmer. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige Story. Was meinen Sie damit, er musste umplanen? Leise. Wenn sie nicht Ihre Reporterin ist, wer ist sie dann? Wer ist in meinem Auktionshaus? Oh mein Gott. Nein, ich vertraue Ihnen überhaupt nicht. Als erstes werde ich das Fräulein Enthüllungsjournalistin Pete hat mir davon erzählt. Fisk hat darin Beweise versteckt. Warum haben die Cops sie hier gelassen? Ich weiß, dass man sie öffnen kann. Aber wie? Ob es hier wohl irgendwelche Hinweise gibt? Er hält etwas in der Hand. Dahinter ist der Neo. Aber er sieht anders aus. Zu Fisk ist sie sicher netter. Die Statue ist beweglich. Die gebräuchlichste Pose ist verborgene Kraft. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. In einer seiner Hände ist etwas. Aber was? Vielleicht lässt sich das bewegen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn.
Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn. Er hält etwas in der Hand. In einer seiner Hände ist etwas. Aber was? Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn. Sehr schön. Fast. Aber ein Teil fehlt. Die habe ich schon mal gesehen. So geht das nicht. Ist aber nicht richtig.
hält etwas in der Hand. Ja. Norman Osborn. Was ist das? Teufelsatem. Was ist Teufels... Was zum... Entschuldigung, Sir. Sie dürfen nicht... Ja. Nicht gut. Wo ist die Statue? Da drin! Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sagt der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay, du versteckst dich da, ich schalte die bösen Jungs aus und du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Schön, dich zu sehen, Pete. Ja, gleichfalls, obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Hat sie ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Pete, konzentrier dich. Ja, okay, natürlich. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Schlaf schön. Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Leise sein. Bitte, tun Sie mir nichts. Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment.
Muss leise sein. Geiselnahme, Jungs. Wow, was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Hab noch nie mit einem Geist gekämpft. Okay, ich habe gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Ah, das scheint irgendwas mit Energie zu sein. Nichts Geisterhaftes. Alles okay. Gegen einen Geist kämpfen bleibt also auf meiner Wunschliste. Tägliches Ausdauertraining absolviert. Ah, sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Aber das kommt später. Ich habe mit Craig gesprochen. Sie sind gar nicht seine Reporterin. Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie werden kein Wort darüber schreiben, was hier vorgeht. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? Das gar nichts. Was ist mit der heißen Ware, die Fisk hier im Auktionshaus angeboten hat? Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören. Mix? Als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen? Seit wann ist Mix eine Pizzeria? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut. Die besten in der Stadt. Also, wie läuft's beim Bugle? Ja.
Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also, die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oscorp dich sofort einstellen würde. Ein Anruf bei Harry... Klar, aber Dr. Octavios Arbeit wird Millionen helfen. Ich bin genau da, wo ich sein möchte, da, wo ich sein sollte. Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue Töne von dir. In 6 Monaten kann sich viel ändern. Warum sind wir beide hier, Pete? Naja, ein Essen unter Freunden. Freunde. Das sind wir also. Wäre doch schön, also, wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber ist das so schlimm? Ich meine, im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie Geld und Schlüssel und Himbeerlippenbalsam. Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Nochmal Glück gehabt. Reden wir später? Geh schon. Schön, euch wieder zusammenzusehen. Ihr wart schon immer meine Lieblinge. Ich bin's. Was machen diese Einheiten auf der dritten? Offenbar ist unser alter Freund Herman Schulz wieder da. Schocker. Ist der nicht auf Bewährung? Tja, hat wohl nichts gebracht. Keine Angst. Herman ist eine Pfeife. Den habe ich vor dem Bettobfall wieder in Rikers. Ich war gerade essen mit meiner Ex, nachdem ich sie vor maskierten Kriminellen gerettet hatte. Und jetzt vermöble ich einen Irren, der Leute schockt und ausraubt. Was für ein herrlich normales Leben, Peter Parker. Peter, ich wollte nur sicher gehen, dass keine Ausrüstung von Ihrem Freund mehr im Labor herumliegt. Mir ist das egal, aber wenn die Fachkommission noch einmal kommt... Keine Sorge, Doc. Ich achte darauf, nichts liegen zu lassen. Aber ich weiß, dass mein Freund Ihre Hilfe zu schätzen weiß. Es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Dieser Hanswurst Jameson und seine Schafherde? Bitte. Menschen, die Großes auf dieser Welt vollbringen, lassen sich von Tyrannen wie ihm nicht aufhalten. Menschen wie wir. Sagen Sie was, Doc. Bis bald.
gelaufen. Ups, alles okay? Hi, Herman. Echt jetzt? Gib's auf, du wirst mich nie fangen. Hast du letztes Mal auch gesagt. Ich will dir nichts tun. Mach dich so langsamer. Wow, wie überaus. Nett. Wofür ist das Geld, Herman? Warum fragst du? Keine Ahnung. Ich wollte nur höflich mit dir plaudern. Genug geplaudert! Aber das wäre so viel schöner, wenn wir auf der Gefühlsebene verbunden wären. Ach ja, stimmt. Du hast ja gar keine Gefühle. Komm schon, Herman. Red zumindest mit mir, damit es interessanter wird. Herman? Was? Du hörst also nur noch auf Schocker? Mr. Schocker? Dich. Jetzt plaudern wir. Ich sagte, genug geplaudert. Notiert. Im Ernst, Herman? Warum wieder der Mist? Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat. Gut, wir alle wissen, dass du dämlich bist. Aber doch nicht so dämlich. Du musst echt verzweifelt sein. Das heißt, dass du nicht für dich selbst klaust. Du arbeitest mit jemandem zusammen, oder? Für jemanden. Sag mir jetzt, wer es ist. Oder ich prügle später aus dir raus. Deine Wahl. Ich hab genug gesagt. Los, los, los! Schnell jetzt! Ich muss schneller sein.
Im Ernst, Herman? Warum wieder der Mist? Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat. Gut, wir alle wissen, dass du dämlich bist. Aber doch nicht so dämlich. Du musst echt verzweifelt sein. Das heißt, dass du nicht für dich selbst klaust. Du arbeitest mit jemandem zusammen. Oder für jemanden. Sag mir jetzt, wer es ist. Oder ich prügle später aus dir raus. Deine Wahl. Beeilung. Schnell jetzt! Weißt du was, Herman? Du hast null Persönlichkeit. Aber dein Anzug ist der Hammer. Gib mir mal Designtipps. Und später. Gut gemacht, Spider-Man. Was über seine Motive rausgefunden? Hab's versucht, ist aber eher schweigsam. Außerdem hasst er mich wohl. Das geht irgendwie vielen Leuten so. Aber du magst mich, stimmt's, Yuri? Ich ertrage dich. Wow. Das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Ich habe wohl ein bisschen Zeit. Ich könnte jetzt die Maske untersuchen. Oh, es ist MJ. Hey, MJ, du bist noch spät auf. Ich habe gerade die Nachrichten gehört. War wohl ziemlich spannend mit Shocker heute Abend. Ja, er war ungewöhnlich aggressiv. Egal, danke nochmal für das Essen. Was schulde ich dir? Vielleicht ein Gefallen? Du hast noch die Maske aus der Galerie. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Feast Center, um sie Martin Lee zu zeigen. Martin Lee? Warum? Er hat einen Abschluss in Kunstgeschichte. Wenn irgendjemand etwas über die Herkunft der Maske weiß, dann er. Halt mich auf dem Laufenden. Wie gesagt, das könnte eine Riesensache sein. Und ich will die Story aufdecken. Klar. Und ich kann dich immer anrufen? Ja, jederzeit, aber sicher. Dann reden wir wieder. Cool. Spider-Man, bitte hilf mir! Alles okay, Ma'am? Carmen, mir geht's gut. Es geht um meinen Mann, Rodrigo. Er verhält sich seltsam und offenbar trifft er sich mit dieser Frau. Wow, hören Sie, ich bin keine große Hilfe bei Beziehungsproblemen. Das meine ich nicht. Sie hat mit bösen Leuten zu tun. Rodrigo konnte in Schwierigkeiten stecken. Er hat Angst, erzählt mir aber nichts. Ich sehe mir das an. Wo treffen Sie sich als nächstes? Heute Abend, Entgiftungsklinik Greenwich. Okay. Keine Angst, Carmen. Ich finde heraus, was los ist. Die Klinik ist in der Nähe. Hab auch Rodrigos Foto von Carmen. Mal sehen, ob ich ihn finde. Thank you.
Da ist Rodrigo. Er ist sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Carmen sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Warum sollte? Wenn das Foto rausgeht, ist mein Leben vorbei. Dann rück raus mit den Plänen. Schlechter Winkel. Muss gerade drauf. Sehr schön. Ja, das wird gehen. Interessant. Es geht diesmal um Fisk. Interessant. Ja, das wird gehen. Interessant. Wir sind nicht allein. Da ist Rodrigo. Er ist sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Carmen sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Warum sollte ich? Wenn das Foto rausgeht, ist mein Leben vorbei. Dann rück raus mit den Plänen. Sehr schön. Interessant. Interessant. Schlechter Winkel. Muss gerade drauf. Ja, das wird gehen. Ja, das wird gehen. Sauberes Bild. Veröffentliche ich das Foto. Pläne. Klingt doch nach was Größerem. Ich sollte ihr folgen und herausfinden, wie groß Carmen. Ich lade Ihnen ein Foto hoch. Ist Ihnen diese Frau bekannt?
Pläne. Klingt doch nach was Größerem. Ich sollte ihr folgen und herausfinden, wie groß es ist. Carmen, ich lade Ihnen ein Foto hoch. Ist Ihnen diese Frau bekannt? Nein, noch nie gesehen. Worüber haben Sie gesprochen? Hört sich an, als erpresst sie ihn. Sie hat irgendwelche Pläne erwähnt. Er ist Sicherheitsmann in einem Casino in Atlantic City. Sie könnte einen Überfall planen, aber ich brauche mehr Beweise, bevor ich handeln kann. Ich helfe, wenn ich kann. Okay, ich schaue mir an, wohin sie die Pläne bringt. Ich melde mich. Noch ein Opfer oder ein Komplize? Brauche ein Foto. Kein Vorsprung mit gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Oder auch Zeit. Hast du sie? Ja. Sobald ihr das Foto sagt, darf ich klein sein. Rodrigo ist ein Weicher. Du hast voll. Zeig mal die Pläne. Sollten wir wegbleiben. Da, ein Schwachpunkt. Da, ein Schwachpunkt. Sieht gut aus. Sauberes Bild. Ich muss los zum Zug. Will den Boss nicht warten lassen. Heute steigt unser größtes Ding aller Zeiten. Wie viele Leute hängen da drin? Ich muss ihm folgen. Wo steigt er nur aus? Wenn ich das Zugsystem anzapfe, sollte ich dem Zug folgen können. Carmen, die Erpresserin hat sich unter der Highline mit jemandem getroffen. Er kennt wohl ihren Mann. Ich schicke ein Foto. Das ist der Sean, Rodrigos bester College-Freund. Er ging vor Jahren wegen Raubüberfalls in den Knast. Casino-Pläne und eine Vorstrafe. Keine tolle Kombination. Muss herausfinden, wer noch beteiligt ist. Für einen Casino-Raub brauchen die mindestens einen Fahrer und einen Safe-Knacker. Ich schaue viele Gangsterfilme. Klingt so. Ich lasse sie wissen, was ich finde. Endstation. Ich sollte zum Ausgang gehen und warten, bis er rauskommt. Er geht zu diesem Bürogebäude. Ich hab die Pläne, Boss.
Gut, der Zeitplan ist auf dem Monitor. Unsere Leute stehen auf dem Whiteboard. Markiere sie auf der Karte. Kind. Ja, das gilt meines Bruders. Wir können ihm vertrauen. Und es läuft schon. Er holt gerade den Safe-Knacker. Roman ist bereit und wir sind spät dran. Gehen wir. Sie ziehen ab. Ich habe jetzt alle Beweise. Ich muss jetzt nur noch dieses Auto aufhalten. Ich liebe es, wenn ein Plan schief geht. Wow, du bist es wirklich. Hey, Carmen. Der Kumpel ihres Mannes und sein Team reisen nun doch nicht ins wunderschöne Atlantic City. Danke sehr. Ich habe mit Rodrigo geredet. Auf dem Erpressungsfoto sieht man, wie er das Sean am Abend des Überfalls fährt. Aber Rodrigo wusste von nichts. Er hat nur einen Freund abgeholt. Ich kenne eine Polizistin. Sie wird Rodrigo helfen. Besonders, wenn er wegen der Erpressung aussagt. Wird er. Muss er von mir weit mehr Angst haben als vor diesem Deshaun. Danke, Spider-Man. Oh, Mann. Oh, Spider-Man. Ich bin ein Mega-Fan. Keine Zeit zum Plaudern, Spidey. Spider-Man.